Hermano, du findest immer noch nicht die Taktik oder die Formation, die für dich passt. Heute werde ich dir 3-4 vorstellen und sagen, das ist dein Spielstil. Deswegen gehen wir auch direkt ohne viel zu reden rein, kurz Werbe unterbrechen, dann geht's weiter. Bevor das Video losgeht, habe ich wieder was sehr, sehr Geiles für euch. Und zwar Gamers Only. Ihr wisst, ich bin verpartnert mit Gamers Only und stehe zu 100% zu diesem Produkt, weil es mir auch zu 100% gefällt und ich es gefühlt jeden Tag im Stream trinke. Jetzt ohne zu übertreiben, wenn du es noch nicht probiert hast, dann hast du einfach was verpasst. Bei Gamers Only gibt es unnormal krasse Sorten: Cherry, Lemon, Strawberry Lime und natürlich mit Koffein als Performance Drink und natürlich auch ohne Koffein. Laut mir beste Qualität aus Deutschland, könnt ihr auf jeden Fall unter meinem Code holen und ihr werdet es nicht bereuen. Es schmeckt einfach unnormal. Ihr könnt ja auch jetzt für eine kurze Zeit 10% mit dem Code ENZA sparen. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt einfach Gamers Only ab und ich würde mich freuen, wenn ihr das supportet. Erstmal gehen wir auf die Frage ein, wieso eine Taktik so wichtig ist. Sehr viele der Zuschauer, die meine Taktikvideos schauen, gucken sich auch meistens vielleicht das Gameplay an. Und viele von euch spielen zum Beispiel eine Taktik und sagen dann, ey, oh, die Taktik ist so schlecht, wenn sie damit nicht klarkommen. Das Wichtigste ist, du musst erstmal deinen Spielstil kennen. So, das Ziel, was du hier siehst, ist natürlich provisorisch. Das ist nicht irgendwie so, kein Mensch wird das spielen so. Du gehst auf Individual Taktik erstmal und da sehen wir natürlich die ganzen Formationen. Was ich erstmal erklären muss, dein Team wird sich nicht sehr defensiv spielen, wenn du auf sehr defensiv gehst. Und dein Team wird sich auch nicht sehr offensiv spielen, wenn du auf sehr offensiv gehst. Das ist dafür gedacht, wenn du zum Beispiel eine Standardformation hast mit der defensiven, dass du da dein Standardspiel spielst. Ich mache das immer so, ich nehme mal die defensive Variante und starte damit ins Spiel. Wenn ich aber hinten liege, ab der so 60. gehe ich mal schon auf offensiv, dass ich schon mal ein bisschen offensiver bin. Und ab der 80. wenn ich immer noch hinten liege, gehe ich auf sehr offensiv. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Das gleiche natürlich, wenn du hinten liegst, auf sehr defensiv. Die 4-4-2-Formation in diesem FIFA hat mich eigentlich positiv überrascht. Sie ist eigentlich gut. Was ich aber gestört habe bei der Formation in der Mitte zwischen De Bruyne und Brozovic, sind meine Gegner sehr leicht durchgekommen. Und da war die Mitte eigentlich immer frei, außer Ruben Dias und Matip waren da. 4-4-2 war vor dem zweiten, ich weiß nicht, ob das der zweite oder dritte Patch war, eigentlich sehr gut. Mittlerweile spiele ich sie nicht mehr so. Ich habe auch eine neue Formation, die ich seit langem wieder spiele. Dann fangen wir erstmal mit meinen 3 bis 4 Lieblingsformationen in diesem FIFA an und ich sage euch dann einfach nur, wieso diese Formationen so wichtig sind. Die Anweisungen werde ich jetzt nicht ansprechen, damit das Video zu lange geht. Wenn ihr wollt, kann ich das einfach in meinem nächsten Video bzw. Taktikvideo einbringen. Wir fangen an mit der 4-2-2-2, Freunde. Das ist momentan meiner Meinung nach die meistgehypteste Formation. Gefühlt alle Pros oder was auch immer spielen diese Formation. Ich habe sie auch sehr gespielt. Mein letztes Taktikvideo war sogar wegen dieser Formation. Diese Formation ist in diesem FIFA die meistgehypteste Formation, aber sie hat sehr geschwankt bei mir. Ich fand immer nach dem Patch hat sie sich immer komisch gespielt. So, sie war gut, dann kam wieder ein Patch, dann war sie wieder schlecht. Aber, was ich dir bei dieser Formation empfehlen würde, wenn du ein FIFA-Spieler bist, der eher stark über die Mitte und Außen gehen kann, würde ich dir diese Formation empfehlen. Wenn du aber ein FIFA-Spieler bist, der aber jetzt auch nicht so einen schnellen Spielstil hat, sondern einen normalen, würde ich dir zum Beispiel eine Formation wie 4-4-2 empfehlen. Diese Formation spiele ich so, ich gehe sehr, sehr viel auf die 6er und 8er. Ich spiele meine langen Bälle über die 6er und 8er und auch meine kurzen Bälle. Das heißt, ich spiele zum Beispiel De Bruyne und Johnson immer auf meine Außenspieler, also Perisic und Brozovic. Wenn ich diese Formation spiele, mache ich es immer so, ich spiele sehr, sehr viel über die 6er und 8er und da kombiniere ich das gerne mit dem schnellen Aufbau. Wenn du jetzt den schnellen Aufbau nicht kannst, würde ich dir zum Beispiel die 4-4-2-Formation empfehlen, weil da stehen die Spieler gefühlt eh so im Mittelbereich, so links Mittelfeld, beide Mittelfeld und rechts Mittelfeld und beide sind hinter der Sturm. Hier sind aber die 6er bisschen zentrierter, das heißt weiter hinten. Das heißt, ich weiß immer, wenn ich von dort direkt meine L1, R1 Dreieckpässe zum Sturm rüberspiele oder aber auf die Außen. Wenn ich der 4-2-2-2-Formation jetzt von der Skala von 1 bis 10 meiner Meinung nach eine Zahl geben würde, dann wäre es beim jetzigen Stand so 7 bis 8 von 10. So 10 von 10 kann ich leider auch nicht sagen. Wenn du diese Formation aber testen willst und schauen willst, ob es zu deinem Spielstil passt, schreib einfach in die YouTube-Suchleiste Enzer FIFA 4-2-2-2-Formation. Da siehst du direkt ein Video. Also alle Taktiken, die ich jetzt zeige, zu denen habe ich alle schon ein Taktikvideo. Auch wenn sie 1-2 Monate alt sind, könnt ihr die immer noch testen. Kann ja sein, dass sie wieder OP sind. Aber eine Formation in diesem Video, damit habe ich mein 20:0 geholt. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, seht ihr vorgestern das Video, meine 20:0 Foot Champions Rewards. Ich habe ein Team auf dir gezogen oder nicht, das seht ihr in den Rewards. Hier seht ihr aber auch ein paar Spielszenen, wo ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, dieses YouTube-Video zu schauen, wenn ihr gleich diese Taktik versuchen wollt. Deshalb, Link in der Beschreibung, check dieses Video auf jeden Fall ab, wenn du dieses Video guckst. Dann gehen wir zur 4-2-3-1 Formation, ich habe diese Formation schon angesprochen. Freunde, wenn du dieses Video siehst, ist es Donnerstag. Morgen, Freitag um ca. 12 Uhr, 11 Uhr kommt ein Taktikvideo.
wo ich das komplett erkläre, den Spielstil zeige mit der 4-2-3-1 Formation. Ich kann euch jetzt schon sagen, die ist unglaublich geil. Ich habe ein 20-0 ohne große Mühe geholt. Natürlich ist es auch viel der Skill dabei, aber ich habe mich so wohl gefühlt, wie die Spieler standen, wie meine Verteidigung stand, wie die Pässe ankamen. Unglaublich. Bei dieser Formation kamen diese engen Pässe sehr, sehr geil an. Diese Kombination zwischen De Bruyne, Perisic, Johnson, Perisic, Johnson, Brozovic, De Bruyne und Nunes. Ich habe so viel Anspielstation gehabt und konnte auch oft, wenn ich meinen Spieler mit dem Playlock geschickt habe, von einem De Bruyne auf meinen Stürmer schicken über die Verteidigung. Genau hier haben wir das Beispiel dieser Formation. Ich nehme den Ball, mache einen Playlock, spiele zu Mbappé, komplett drauf. Warte ein bisschen und im richtigen Moment mache ich dann den Lupfer und der Ball geht super rein. Also wirklich geisteskrank. Wenn du ein FIFA-Spieler bist, der mit so engen Räumen gut klarkommt, spiel die 4-2-3-1 Formation. Also ich sag dir ehrlich, sie hat mir geisteskrank gefallen. Die spielt sich unnormal. Über die Außen kannst du sehr schöne L2-Pässe machen. Du kannst dich durch die Mitte rausdribbeln. Viele von euch schreiben mir auch immer auf Instagram. Ich habe sehr viele Nachrichten beantwortet, leider viele auch nicht. Deshalb tut es mir leid, falls ich deine Nachrichten nicht gesehen habe. Falls du mich was gefragt hast, nur Liebe für euch. Ich versuche mein Bestes zu geben bei den Videos. Die 4-3-2-1-Formation war in diesem FIFA leider nicht so meins. Ich hatte einen Monat lang einen guten Lauf mit die. Aber sonst kam ich einfach damit nicht klar. So, ich konnte damit nicht so gut klar, wenn meine Spieler zu eng nebeneinander stehen. Bei der 4-2-3-1 hat das funktioniert. Aber 4-3-2-1 ist dieses FIFA nicht mehr so meins, aber es kann ja sein, dass es zu deinem Spielstil passt. Und wie gesagt, jeder von uns hat einen Spielstil. Das heißt, wenn ich mit einer 4-2-3-1 klarkomme, muss es nicht heißen, dass du damit klarkommst. Wichtig ist aber auch, wenn ihr eine neue Taktik testet, dann jetzt denkt nicht, dass ihr direkt nach einem Spiel komplett ein E-Sportler werdet. Ihr müsst damit trainieren. Also nach 2, 3, 4 bis 5 bis 10 Spielen seht ihr es wirklich, was die Formation kann. Ihr könnt jetzt nicht ein Spiel danach spielen und dann in den Kommentaren bei mir schreiben, ey, Enzo, du Hund und so, schlechte Formation und so. Also schlecht kann sie ja nicht sein, weil ich habe ja zum Beispiel damit ein 20-0 geholt. Das heißt aber nicht, dass ihr auch ein 20-0 holt. Aber ich habe mir vieles getestet und kann jetzt davon sagen, dass die Formationen sehr gut sind, die ich hier in diesem Video gezeigt habe. Aber was ich in diesem Video auch sagen will, eigne dir deine eigene Formation an und schau wirklich, dass du dich austestest mit Anweisungen. Ey, ich habe schneller Angriff, okay, Enzo, ich mache langsamer Angriff. Sowas, teste dich bitte aus. Aber ja, Freunde, wie gesagt, alle Taktiken, die ich in diesem Video gezeigt habe, findest du auch auf meinem YouTube-Kanal, die Anweisungen. Das heißt, ich habe jetzt nur die Taktiken grob besprochen, die momentan gut sind, wie so eine Taktik wichtig ist. Du kannst mir lieb gerne in die Kommentare schreiben, wenn du etwas noch Fragen hast oder auf Instagram. Ich bin auf jeden Fall raus für heute, Freitag, also morgen, neues Taktikvideo. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Checkt doch unbedingt genau dieses Video ab, wo ich ein 20-0 geholt habe, meine Rewards und das Gameplay. Das würde euch auf jeden Fall weiterhelfen, Jungs. Würde mich sehr freuen. So, wir sind gerade live im Stream und stehen 17-0. Wir werden jetzt gucken, was wir machen. Ich werde jetzt die drei Spiele auf jeden Fall hoffentlich gewinnen. Am Titel seht ihr das dann. Dann die Rewards und wenn ihr wollt, kann ich mal auch die Taktiken zeigen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Oh, let's go. Und bam! 2-0! Let's go! Let's go! Neymar und 3-0! Und damit haben wir das 18-0! Ja, 18-0! Oh shit, Mann! Oh shit!